Hallo, ich zeige dir heute, wie du Prozentzahlen in Dezimalzahlen umrechnen kannst und dann auch noch andersrum zurück von Dezimalzahlen in Prozente. Lass uns mal mit dem ersten Beispiel anfangen. Nehmen wir mal an, wir wollen 50% als Dezimalzahl, also als Zahl mit Komma ausdrücken. Und was ist 50%? Vielleicht kennst du das ja auch schon irgendwie, zum Beispiel vom Sommerschlussverkauf. Da steht irgendwie, die Hose ist 50% billiger oder kostet 50% von dem ursprünglichen Preis. Das ist, wie du dir vielleicht schon denken kannst, ist das die Hälfte, also 0,5 von dem Preis. Aber wie kriegen wir das raus und wie können wir das tatsächlich rechnen, sodass du das für jede x-beliebige Prozentzahl benutzen kannst, das zeige ich dir jetzt. Also 50% ist genau das gleiche, wie wenn du das als Bruch schreibst, nämlich 50 Hundertstel. Also pro 100 könnte man auch sagen, 50 pro 100 oder Prozent. Kommt aus dem Lateinischen und heißt eigentlich nichts anderes als pro 100. So, und 50 Hundertstel können wir auch schreiben als, wenn wir einfach jeweils durch 10 teilen, als 5 Zehntel. Und wenn wir das nochmal durch 10 teilen würden, käme da raus 0,5 durch 1 oder das ist dann das gleiche als wie 0,5. Das heißt, 50% ist das gleiche wie 0,5. So könntest du es rechnen. Es gibt aber eine viel, viel leichtere Methode. Nämlich, was du machen kannst, ist eigentlich einfach die 50%, schreiben wir uns nochmal hin, 50%. Und jetzt nimmst du die 50 und schreibst, ich schreibe ich nochmal hier hin, 50% und streichst das Prozent einfach durch. Und gehst dann mit der Kommastelle, die wäre ja eigentlich hier, also könnte man auch schreiben 50,0, gehst dann einfach 2 nach links. 1, 2, also du verrutschst einfach nur das Komma. Und wenn du das Komma von hier nach hier verrutschst, dann kommt hier raus, ja, schreiben wir nochmal hin, kommt jetzt hier das Komma hin. Und damit das eine richtige Zahl wird, muss ich dann einfach noch eine 0 davor schreiben. Das heißt 0,50, was das gleiche ist wie 0,5. Ja, die 0 hier hinten bedeutet ja in dem Sinn eigentlich nichts. Die ändert die Zahl nicht. Die kann ich also auch weglassen. So, und das wär 0,5. Das kannst du eigentlich mit jeder x-beliebigen Prozentzahl machen. Und da machen wir jetzt noch ein paar Beispiele. Zum Beispiel nehmen wir die 16,32%. Wenn wir das jetzt in eine Dezimalzahl umschreiben wollen, ich schreibe nochmal hier unten hin, 16,23. Die Dezimalzahl muss 2 nach links wandern, 1, 2, also die Kommastelle, und dann kommt hier raus. Ich schreibe mal erst die Zahl hin, 16, 2, 3. Das Komma muss hier hin und dann muss ich noch eine 0 davor schreiben. Das heißt 0,1632. Das heißt, die 0 ergänzt du einfach, sobald du das brauchst. Ändert ja in dem Fall die Zahl nicht. Das heißt, 16,32% kannst du auch ausdrücken als 0,1632. Ein anderes Beispiel ist die 0,25%. Vorsicht, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil wir oft auch mal mit 25% irgendwie rechnen, aber wir bleiben einfach ganz stur bei unserer Rechnung. Wenn wir umschreiben wollen, einfach die Kommastelle um 2 nach links verschieben. So, und jetzt habe ich hier aber keine 0. Was mache ich dann? Macht nichts. Einfach erstmal noch hinschreiben. 0, 2, 5. Das Komma muss jetzt hier sitzen, das heißt, hier muss ich noch eine 0 ergänzen und hier auch. Das heißt, als Ergebnis kommt raus 0,0025, entspricht 0,25%. Demgegenübergestellt
kann ich mir auch anschauen, was sind denn 25% als Dezimalzahl. Und hier ist nichts anderes als unsere Kommastelle, auch um 2 nach links verrutscht. Ich kann 25% kann ich, damit wir die Kommastelle sichtbar machen, das Komma sichtbar machen, könnte ich ja auch so schreiben. Ist ja immer noch das Gleiche. Jetzt verrutsche ich das Komma um 2 nach links und erhalte als Ergebnis 0,250. So, und das ist das Gleiche wie 0,25. Die 0 hier hinten brauche ich ja nicht unbedingt schreiben. Also ganz einfach von Prozentzahlen zur Dezimalzahl einfach immer das Komma 2 nach links schieben. Und wie ist es, wenn wir andersrum umwandeln wollen, also von der Dezimalzahl in eine Prozentzahl? Geht auch ganz einfach. Fangen wir mal mit einer Dezimalzahl an, 0,01. So, 0,01 in Prozent, also pro 100, könnte man jetzt auch einfach mit 100 multiplizieren. Das heißt, du könntest jetzt hier die Rechnung machen, 0,01 mal 100, damit du hier dann eben zum Schluss die Prozent rausbekommst. Das wäre dann, wenn du das ausrechnest, 1%, also 1. Du kannst aber auch ohne zu rechnen genau den gleichen Trick anwenden, nur andersrum wie vorhin, nämlich indem du sagst, okay, 0,01, jetzt wandert das Komma 2 Stellen nach rechts, 1, 2, und dann kommt raus 1,0%. Und das ist das gleiche wie 1%. Also wir müssen die 0 hier nicht hinschreiben, die können wir auch weglassen. Das heißt, 0,01 als Prozentzahl ausgedrückt ist 1%. So, jetzt machen wir noch an ein paar weiteren Beispielen nochmal weiter. Nehmen wir mal 1,25. Auch hier einfach, wenn wir das in Prozent schreiben wollen, einfach das Komma wandern lassen, 2 nach rechts, dann kommt hier raus 1,25,0%, und die 0 hier ist uns ja wirklich nichts wert, das heißt, ich kann auch einfach 125% schreiben. So, also das heißt, 1,25 ist das gleiche wie 125%, und es macht auch irgendwie Sinn, weil wenn du zum Beispiel dir überlegst, meine Jeans, muss den Preis von der Jeans, die ich heute kaufen will, wird im Endeffekt 1,25 mal teurer, dann wird es ja größer wie der ursprüngliche Preis. Du könntest aber auch schreiben, meine Jeans ist 125% so teuer wie vorher, ist das Gleiche. Ich hoffe, das macht Sinn und ist nicht verwirrend für dich. Machen wir einfach noch ein Beispiel weiter. Und zwar nehmen wir die 0,003. Was ist das in Prozent? Fragen wir uns. Oder bin ich schon am Ende von meinem Hintergrund? Also einfach Komma wandern lassen. 1, 2 nach rechts. Und dann habe ich hier, schreib mal alles nochmal hin, was hier vorher war. Das Komma kommt jetzt hier hin. Das heißt, 0,003 im Prozent ist 0,003, oder die Nullen müssen wir nicht alle hinschreiben. Das ist gleich wie 0,3%. So, ich hoffe, das ist dir jetzt einigermaßen eingeleuchtet. Also wie gesagt, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wenn du von einer Prozentzahl in eine Dezimalzahl umwandeln willst, rutscht das Komma immer 2 nach links. Und andersrum, also von einer Dezimalzahl in eine Prozentzahl, rutscht das Komma 2 nach rechts. Du könntest auch andersrum sagen, bei Prozentzahl in Dezimalzahl, ich mache mal noch ein Beispiel. So, also 25%, haben wir vorhin schon gesagt, ist das gleiche wie 0,25, oder andersrum mal gerechnet, 0,1 ist das gleiche wie 10%. Du siehst also, vom Umwandeln von Prozent in Dezimalzahl wird die Zahl tendenziell immer kleiner.
Da könntest du auch durch 100 rechnen und vom Umwandeln von Dezimalzahl in Prozentzahl wird die Zahl immer um zwei Stellen größer oder um Faktor 100 größer. Das ist so, wie wenn du mit 100 multiplizierst oder eben das Komma einfach 2 nach rechts wandern lässt. Das ist ja nichts anderes. Also wenn du eine Zahl mal 10 multiplizierst, wandert das Komma einfach 1 nach rechts. Wenn du eine Zahl mit 100 multiplizierst, wandert das Komma 2 Stellen nach rechts. Wenn du eine Zahl durch 10 dividierst, wandert das Komma 1 nach, das wäre dann hier, 1 nach links. Und wenn du eine Zahl durch 100 dividierst, wie wir es brauchen, um umrechnen zu können von Prozent in Dezimalzahl, dann wandert das Komma 2 nach links. Und in dem Fall kommt dann unsere 0,25 raus. Ich hoffe, das hast du gut verstanden. Viel Spaß dabei. Mach einfach noch ein paar Beispiele. Tschüss.